Am Dienstagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Malteser Weißenfels, der Feuerwehr Wetautal vom Standort Stößen sowie das DRK Naumburg zu einem Einsatz alarmiert. Am ehemaligen Wasserwerk in Stößen sei bei Wartungsarbeiten ein Mitarbeiter in einen 6 Meter tiefen Behälter gestürzt, so lautete die Meldung. So viel sei vorausgeschickt, niemandem ist etwas passiert, denn es handelte sich um eine gemeinsame Übung der Rettungskräfte. Vor Ort angekommen bereiteten die Kameraden der Feuerwehr alles zum sicheren Abstieg der Rettungskräfte zu den Verletzten vor, die unmittelbar nach ihrer Ankunft in den Behälter einstiegen. Es ist heute hier eine Übung, das wollen wir gleich mal sagen, vor der Vorausschicken. Aber es muss ja geprobt, es muss geübt werden für einen Ernstfall. So, jetzt ist Feuerwehr, Rote Kreuz, Malteser, ihr seid da. Wie ist das Zusammenspiel? Wie läuft sowas dann überhaupt ab? Auch im Ernstfall? Naja, ich sag mal so, dadurch, dass die einzelnen Komponenten, ob jetzt Feuerwehr oder DRK oder Malteser, wir üben sowas quasi, damit dieses Zusammenspiel im Ernstfall wirklich klappt, funktioniert, damit der andere auch weiß, wie untereinander die Zusammenarbeit funktioniert. Und deswegen wird sowas bei uns geprobt und das ist eigentlich wirklich wichtig für den Ernstfall. So, und was war es heute für eine Situation? Also wir haben das Szenario halt so nachgestellt, dass ein Mitarbeiter von der Mideva ausrutscht, abstürzt und in 6 Meter Tiefe fällt, sich das Bein bricht, einen Arm bricht und halt quasi mit der Feuerwehr Stößen über eine Absicherung gerettet werden muss. Und das ist halt schon ein Szenario, was wir auch nicht so oft proben, ja, und was auch oft geprobt werden muss, damit es im Ernstfall wirklich funktioniert, weil man hat es, glaube ich, gesehen, das ist eine sehr, sehr enge Luke, wo man dann quasi auch den Patienten noch rausholen muss. Während die Sanitäter den Verletzten sein beim Sturz verletztes Bein und den gebrochenen Arm versorgten, wurde die Bergung vorbereitet. Und diese sollte alles andere als einfach werden. So musste der Verletzte auf einer Schleifkorbtrage aus dem Behälter geholt werden, denn durch den Absturz waren weitere innere Verletzungen nicht auszuschließen. Mit vereinten Kräften und viel Manpower wurde schließlich auch diese Aufgabe gelöst und der Verletzte wieder ans Tageslicht geholt. Wie schwierig war es denn überhaupt, was heute hier geprobt worden ist, diese Absturzsituation? Ja, ist schon recht kompliziert, weil man hat sehr beengte Platzverhältnisse, gerade oben in dem Eingangsbereich. Um dann die Person rauszuholen, das muss alles vorbereitet werden. Hat man ja gesehen, wir haben ca. eine Stunde gebraucht, um die Person eben aufzufahren. Und das war schon recht kompliziert. Normalerweise kommt dann noch eine Höhenrettungsgruppe mit dazu. Haben wir hier mal drauf verzichtet, aber normal gehören die auch mit dazu, die dann noch spezielleres Equipment von der Feuerwehr haben, die dann eben noch expliziter und ganz gut im Seil arbeiten können, was wir eben nicht dürfen. Also wir können nur wirklich rein von oben mit einem festen System arbeiten. Und es war halt wirklich sehr eng, den Patienten dann gerade oben über den Domdeckel rauszubringen. Das war schon schwierig. Also da war schon mit Manneskraft viel zu tun. Also wir sind jetzt, was so augenscheinlich jetzt erstmal war, sehr zufrieden. Aber es wird natürlich noch eine Nachbesprechung geben, wo dann die einen oder anderen Komponenten dann nochmal geklärt werden, was eventuell demnächst besser laufen muss oder wird. Aber ich sag mal, jetzt sind wir sehr zufrieden damit. Ja, ich habe jetzt hier den Ausbilder und das Opfer. So, ich muss jetzt mal fragen, wie fühlt man sich so als Opfer? Gut betreut, in erster Linie gut betreut. Das war eine interessante Erfahrung. Das macht es auch, denke ich, für uns draußen als Retter deutlich leichter, wenn man mal weiß, wie es ist, wenn man selber Opfer ist. Und sehr interessant, wie sie es gelöst haben, die Kollegen, fand ich super. Und wie die Kollegin schon gesagt hatte, machen wir jetzt da noch eine Nachbesprechung und gucken, was wir anders machen können oder was wir definitiv beibehalten werden, weil es sehr gut geklappt hat.
Ja, das wäre so meine nächste Frage. Das eine war das Opfer, das andere ist der Ausbilder. Ist alles super gelaufen heute? Weil sie hat vorhin gerade gesagt, es wird nicht allzu oft geprobt, in Anführungsstrichen. Also das war jetzt schon mal was Besonderes. So in einem dunklen, kalten Raum mit engem Ausgang, eine besondere Lage, das hat man nicht oft und man hat auch selten die Chance, sowas zu üben. Deswegen finde ich es cool, dass wir das heute hier üben konnten. Natürlich ist es für die Kollegen jetzt erstmal eine Ausnahmesituation, wo man dann improvisieren muss, wie kriegt man den Patienten versorgt, und das haben sie gut gemacht. Bin zufrieden. Das ist wichtig. Da danke ich jetzt für das Gespräch und wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Danke gleichfalls. Übrigens, dass ein solches Szenario tatsächlich an diesem Ort passieren kann, ist sehr unwahrscheinlich. Denn die Mitarbeiter der Medeva sind mit einer automatischen Absturzsicherung immer auf der sicheren Seite.